Korrektur, war da was? Während in den USA die Börsen ordentlich verloren haben und vor allen Dingen die Tech-Werte korrigiert haben, ist der DAX schon wieder gut dabei, weit über der 13.000-Punkte-Marke. Wo kann es hingehen? Denn die Börsenampel, die steht auf Gelb. Darüber sprechen wir mit einem Experten, genauso darüber, wie Sie Ihr Depot jetzt positionieren sollten. Und wir haben zwei Top-Empfehlungen, Deutsche Bank und Infineon. Da empfehlen die Analysten, Short zu gehen. Was das alles bedeutet, jetzt bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Doch alles gar nicht so schlimm. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose für dieses Jahr angehoben. Statt mit einem Minus von mehr als 9% rechnen die Forscher nunmehr mit einem Minus von 6%. Im nächsten Jahr soll die deutsche Wirtschaft dann wieder um 4,1% zulegen. Hoffnungsträger sind der Konsum im Inland und für die Außenwirtschaft jetzt China. Was heißt das alles für die Börsen? Es ist eine V-Formation, die an den Aktienbörsen vollzogen wurde. Realwirtschaftlich hat sich das in einem anderen Buchstaben niedergeschlagen. Wir haben sehr viele Imponderabilien, die man nicht alle komplett im System erfassen kann. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Börse ist durchaus 6 bis 9 Monate der realwirtschaftlichen Entwicklung schon vorausgeeilt und wir hoffen alle, dass das in diese Richtung weitergeht. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen bequem von zu Hause verbessern wollt, dann schaut doch auf die kostenlosen Webinare der Trading House Börsenakademie. Die nächsten Termine sind 22. September, Märkte im Chartcheck mit John Gossen und 30. September, erfolgreich traden mit dem Trendfolgesystem Bluestar mit Ronny Bürger. Meldet euch am besten jetzt sofort an und sichert euch euren kostenlosen Platz auf trading-haus.de. Greifen wir die Frage vom Anfang noch einmal auf. Gab es überhaupt eine Korrektur? Spätestens bei Kursen über 13.460 Punkten, dem bisherigen Hoch seit dem Corona-Crash Mitte März, sowie über 13.500 Zählern, einem wichtigen charttechnischen Widerstand, lautet die Antwort eindeutig: Korrekturmodus durchbrochen. Doch so lange steht die Börsenampel weiterhin auf Gelb. Und wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen? Also man sollte grundsätzlich nicht alles auf eine Karte setzen. Ich glaube, das haben wir durchaus sehr deutlich auch an den Kurstafeln gesehen, dass wir mittlerweile einen DAX-Wert ausgetauscht haben. Das heißt also breite Streuung. Man soll nicht die Nadel im Heuhaufen suchen, sondern breit letzten Endes den gesamten Haufen kaufen und breit diversifizieren. Und das auch über jegliche Assetklassen. Man sollte langfristig orientiert sein als Anleger, wenn man im Aktienmarkt sich engagieren möchte und immer entsprechend seiner Risikobereitschaft, seiner Risikotragfähigkeit, entsprechend seines Risikoprofils dann auch investieren und nicht spekulieren. Und wir schauen jetzt auf die Top-Aktienempfehlungen, zuerst auf die Deutsche Bank. Und die hat ja eine bewegte Geschichte, das lässt sich auch am recht niedrigen Aktienkurs ablesen. Seit Ende 2018 aber fällt eine volatile Stabilisierungsphase auf, die durchaus für eine mittelfristige Trendwende sorgen könnte. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Short-Chance. Erst wenn die Deutsche Bank-Aktie aus ihrem bärischen Aufwärtstrend herausfällt und mindestens unter ein Niveau von 7,50 € zurückfällt, werden weitere Abschläge bis auf 6,35 € sehr wahrscheinlich. Für dieses Szenario können dann entsprechende Short-Ansätze abgeschlossen werden. Die Aktien des deutschen Chipherstellers Infineon bewegen sich seit mehreren Wochen schon an einer Begrenzungslinie, die wir schon seit Jahren sehen, und kommen einfach nicht richtig vom Fleck. Die Analysten sehen auch hier eine Short-Chance. Sollte nach technischer Auswertung die Infineon-Aktie unter ein Niveau von rund 22 € zurückfallen, würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Rückläufer an die Unterstützung um rund 20 € und den knapp darunter liegenden 50-Wochen-Durchschnitt deutlich zunehmen und sich für ein Short-Investment anbieten. Der weitere Verlauf müsste entsprechend neu ausgewertet werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet das Video. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.